Moin moin Leute, wir müssen heute eine OP durchführen. Und zwar haben wir einen schwerkranken Motor von einem Speedfight 2 AC. Hier ist eigentlich alles rostig, gammelig und Schrott. Deshalb müssen wir hier eine sehr, sehr schwere OP durchführen. Ich bin einsatzbereit, wie ihr seht, für die OP. Für alle, die das Projekt mit unterstützen wollen oder diesen wunderschönen Speedfight am Ende besitzen wollen, unten ist der Donation-Link drin. 5 Euro, dann nimmt ihr daran teil, donatet ihr zum Beispiel 10 Euro, dann habt ihr eine zweifache Chance zu gewinnen. Und falls ihr das Projekt einfach nur so unterstützen wollt, weil ja, dieses Projekt sprengt jetzt schon jeden Rahmen, ich habe schon wieder eine neue Sache gefunden, die wir jetzt auch noch machen müssen. Deswegen bin ich froh, jeder, der das Projekt einfach mit unterstützt, wäre ich auf jeden Fall dankbar dafür. Jetzt wollen wir aber anfangen mit der OP, denn wir müssen den Block spalten. Was ich heute entdeckt habe, das gucken wir uns als erstes an, das ist mein OP-Licht hier. Auseinandergebaut, hinten die Felge runter und man sieht hier hinten kommt das Getriebeöl raus. Hier ist alles nass, feucht. Habe ich auch jetzt alles neu bestellt, alle neue Simmerringe, Dichtungen, alles neu bestellt. Also im Endeffekt ist dieser ganze Motorblock am Ende einfach nur neu. Ja, kaum zu glauben, aber wahr. Jetzt wollen wir anfangen. Alles vorbereitet schon mal grob. Als erstes machen wir jetzt den Zylinder hier runter. Weil der alte Zylinder ist ja auch Schrott, sieht gammelig aus. Ich habe die Schrauben schon alle vorgelöst. Das ist jetzt erstmal ein zweiter Kurbelwellenwechsel. Ich hoffe, dass alles gut geht und dass der Roller am Ende auch einfach läuft. Wir werden sehen, was es im Ergebnis bringt. So, das sieht schon mal gut aus. Also hier können wir die 4 Schrauben schon mal rausmachen. Zack, zack, zack. Kopf packen wir hier hin. Zylinder können wir jetzt einfach runterziehen. Da ist ja, wie gesagt, total gammelig alles. Leider weiß ich nicht, ob das der Originalzylinder war. Hier steht noch was drauf. Wir können aber kurz mit der Drahtbürste ein bisschen sauber machen, ob wir da irgendwas noch lesen. Ob das vielleicht auch von Top Performance war, weil der Kopf war ja von Top Performance. Nee, da steht nichts drauf. Da steht nur 49 Kubik drauf. Nee, da sieht man einfach nichts mehr drauf. Also, es wird für immer ein Rätsel bleiben. Ah doch, hier. Mensch. Von Naruko. Hier steht's drauf. Naruko-Zylinder. Okay, da hat also der Vorbesitzer irgendwas zusammengewürfelt. Naruko-Zylinder. Und ein Top-Performance-Kopf. Sieht man hier noch. Top-Performance. So, das haben wir jetzt runter. Als nächstes schrauben wir. Das ist Gude. Ich habe schon alles locker gemacht. Ansaugstutzen runter. So, Ansaugschutzen ist runter. Hier haben wir den Membranblock. Den nehmen wir auch komplett raus. So, als nächstes drainen wir das alles hier ein bisschen. Jetzt müssen wir als nächstes, ich mache nochmal Licht hier. Jetzt müssen wir die Kolbenclips hier rausmachen, dass wir den Kolben runterkriegen. Ah, hier sieht man jetzt auch noch Nakuro-Zylinder, Kolben meine ich. Ja, den machen wir jetzt runter. So, jetzt ziehen wir den Kolbenbolzen raus. Kolben ist ab. Altes Nadellager kommt auch raus. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Jetzt drehen wir den ganzen Block. Jetzt müssen wir hier die Beinschrauben lösen. Habe ich auch schon vorgelöst. So, wichtig ist immer abchecken, sind die gleich lang? Yes, sind gleich lang. Und ja. Jetzt müssen wir das Polrad runter machen. Dafür gibt es extra einen Polradabzieher. Den habe ich hier. Den schrauben wir jetzt hier so drauf. Nee, bevor wir den draufschrauben, müssen wir natürlich erstmal hier die Mutter lösen. So, die Mutter ist ab. Jetzt können wir den Polradabzieher drauf machen. Huch! So, Polrad ist ab. Ja, also so ein Polrad, was so vergammelt ist, ich mache mal Licht hier ein bisschen, habe ich auch noch nicht gesehen. Das sieht ganz schön übel aus. Ja, müssen wir alles schön vernünftig sauber machen. Hier drin haben wir jetzt die Zündung. Da müssen wir jetzt die beiden Schrauben hier lösen. Jetzt können wir die Zündung hier runternehmen. Hier müssen wir jetzt aufpassen wegen dem Kabel.
Wir müssen das Gummi einmal langziehen und zack haben wir das alles ab. So, jetzt müssen wir zu guter Letzt nochmal hier die vier Schrauben lösen. 1, 2, 3, 4. Die müssten auch alle vier gleich lang sein. Von daher brauchen wir da uns nichts aufschreiben oder die ja, so wegpacken, wie sie wieder reinkommen, weil sind ja alle gleich lang. Als nächstes machen wir noch den E-Starter ab. E-Starter hatte ich durchgemessen, der ist auch komplett platt, habe ich auch einen neuen bestellt. Also kommt der im Endeffekt auch weg. Schrauben an die Seite packen. So, jetzt haben wir alles rausgenommen, damit wir die Kurbelwelle oder besser gesagt den Motor spalten können. Da wir die Kurbelwelle sowieso nicht mehr brauchen, mache ich es mir ziemlich einfach. Ich nehme mir gleich einen Hammer und klopfe hier direkt auf die Welle drauf, damit wir den Motor gespalten kriegen. Probieren wir mal unser Glück und hoffen, dass es so funktioniert. Ich mache nochmal, bevor ich es mache, nochmal wirklich nochmal eine Kontrolle. Haben wir wirklich alle Schrauben draußen? Sicher ist sicher. Sieht man hier schon ganz gut, wenn man hier guckt. Hier haben wir jetzt schon ja, einen kleinen Spalt drin von ein paar Millimeter. Das ist gut. Und siehe da, der Motor ist gespalten. Hier haben wir eine Hälfte. Hier ist einmal das Lager von der Kurbelwelle. Der hört sich meiner Meinung nach gesund an. Jetzt müssen wir die Kurbelwelle noch aus der zweiten Hälfte rauskriegen. Da machen wir es genauso. Zack, ist sie draußen. Hier haben wir die alte Welle. Können wir ein bisschen hier den Spiel überprüfen, ob sie Höhenspiel hat, Seitenspiel. Drehen wir mal hier die Seite um. Ja, wenn man jetzt hier am Lager richtig wackelt, merkt man, dass da ein ganz bisschen Spiel drin ist. Nächste Sache ist, jetzt müssen wir natürlich die alten Lager, die hier verbaut sind, die müssen wir jetzt hier rauskriegen. Dann machen wir einfach hier oben den Ring raus, den Simmerring. So, zack, Nummer 1, draußen. Jetzt sieht man ganz gut hier das Lager. Das müssen wir jetzt rausschlagen. Und siehe da, hier haben wir das alte Lager draußen. Wenn die neue Kurbelwelle verbauen, werden wir auf jeden Fall C4-Lager verbauen. Nämlich besser. So, jetzt müssen wir natürlich auf der zweiten Hälfte auch noch die Lager oder das Lager rauskriegen. Da machen wir es dann nochmal genauso. Und zack, das nächste Lager ist draußen. Also ich bin jetzt kein Experte, ne, was Lager betrifft, aber für mich hören sich die Lager echt nicht mehr gesund an. Also meiner Meinung nach hören sich typisch nach einem kaputten Lager an. Hier haben wir auf jeden Fall Spiel bei dem Lager und hier bei dem Lager haben wir auf jeden Fall auch Spiel drin. Jetzt merkt man das richtig extrem. Ja, nächstes Ziel ist es dann natürlich, jetzt wo wir den Motorblock mal auseinander haben, alles vernünftig sauber zu machen. Das spricht, die alten Dichtungen müssen runter. Hier der ganze Schmodder, der hier drauf ist, den müssen wir runter machen. Ja, hier haben wir das Problem noch mit dem Getriebe, wie gesagt. Hier sieht man es nochmal ganz gut. Das sifft da überall raus. Das müssen wir auf jeden Fall auch aufmachen. Das machen wir auch jetzt direkt mal. Und gucken da mal rein.
Hier haben wir den Getriebedeckel, den packen wir auch mal an die Seite. Hier ist die alte Dichtung, die können wir auch schon mal abmachen, weil die müssen wir auf jeden Fall auch neu machen. Und jetzt können wir das Getriebe einfach rausnehmen. Auch einmal kontrollieren. Man sieht hier schon mal keine Späne oder sowas drin. Die Zahnräder sehen alle gut aus, da ist nichts abgebrochen. Das sieht alles sehr, sehr, sehr gut aus. Das können wir jetzt an der Seite packen. Ich hole nur mal einen Putzlappen, wo wir es draufpacken, dass wir hier nicht alles vollölen. Hier haben wir ein schönes Blümchen, Putzlappen haben wir hier. Da packen wir jetzt die Getriebeteile drauf. Zack, also die Zahnräder packen das gut weg. Und hier sieht man jetzt auch ganz gut, hier müssen wir auf jeden Fall das Lager neu machen. Hier ist ein Lager drin. Hier ist auch noch ein kleines Lager drin. Ich habe jetzt so ein ganzes Lagerset bestellt. Neues Öl. Dann machen wir nämlich die beiden Lager noch neu. Frisches Öl alles drauf. Neue Dichtung. Dann sollte es auch hier wieder dicht sein. Und ja, dann ist auf jeden Fall, sind wir dann nur mal sicher, dass das Getriebe auch wieder auf dem neuesten Stand ist. Und ich denke, wenn wir schon einmal dabei sind, dann machen wir auch gleich alles ordentlich. Jetzt sind wir einmal hier ein bisschen Bremsenreiniger. Dann können wir mal hier den ganzen Schmand rausmachen. Das alte Öl. So, stellen wir es mal hier rein. Und reinigen das schon mal so grob vor. Mal ein bisschen auf Abstand gehen. Die Lager habe ich, wie gesagt, erst, ich habe es erst heute gesehen, dass es da hinten auch alles undicht ist, nachdem ich die Felge abgenommen habe, die Hinterradfelge. Die Teile habe ich dafür heute bestellt. Sollten also mit viel Glück morgen oder übermorgen ankommen. Ja, wir müssen jetzt sowieso, weil wir, wenn wir jetzt den Motor einmal komplett gespalten haben und komplett auseinandergebaut haben, werden wir alles mal richtig schön reinigen. Ihr seht ja selber, es sieht einfach alles schmutzig aus, dreckig. Wir werden jetzt erstmal den groben Dreck hier abmachen. Dafür kann man einfach jetzt, sag ich mal, hier so ein bisschen den Schraubenzieher nehmen. Hier seht ihr selber, hier ist so eine richtige, ja, Fettschicht drauf. Das ist ja wirklich mehrere Millimeter dick. Das kann man erstmal so leicht abkratzen. Und dann gibt es, ja, sag ich mal, einfach verschiedene Reiniger. Manche haben gefragt, ob ich das zum Sandstrahlen hingebe. Nein, mache ich nicht, weil ich sage, irgendwo wird das Projekt dann auch, sag ich mal, einfach die Kosten sprengen. Ich denke mal, wenn wir den richtig schön vernünftig sauber machen, den Dreck abmachen, denke ich mal, können wir das schon wieder optisch viel rausholen, dann sieht das auch wieder neuwertig aus. Natürlich sieht es nicht so aus, als wenn es sandgestrahlt ist, aber ja, es reicht, wenn wir eine grobe Grundreinigung machen. Und dann können wir eigentlich wieder alles zusammensetzen. Aber erstmal, wie gesagt, reinigen wir das. Da kann man hier auch zum Beispiel jetzt einfach hier so eine, ich habe hier so eine kleine Mini-Drahtbürste, da kann man einfach hier den groben Dreck einfach ein bisschen abbürsten. Man kann das jetzt, Option 2, man kann es in Diesel einlegen. Jetzt man nimmt einen Behälter, macht den voll Diesel und packt die Teile da rein. Lässt das dann wirklich so, sag ich mal, so einen Tag einziehen. Das bringt auch recht viel. Ich nehme gleich die Teile und packe die ins Ultraschallbad, weil wir haben hier so ein richtig, richtig gutes Ultraschallbad aus der Industrie. Und ja, ich denke mal, das wird da einiges schon bringen, dass es sauber wird. Aber wie gesagt, bevor wir es ins Ultraschallbad packen, reinige ich das nochmal ein bisschen grob vor hierbei. Ich habe jetzt bei den ganzen Teilen den groben Dreck abgemacht, sieht man ja schon ganz gut. Ich muss mal gucken, wie ich es weitermache, ob ich die Teile eventuell in Diesel einfach einlege für eine Nacht. Hier zum Beispiel der Ansaugschutz ist schon wieder richtig schön sauber geworden. Der sieht fast wieder aus wie neu. Polrad, ja, sieht auch wieder sehr schön aus. Bin ich noch nicht ganz fertig mit, aber ja, da nehme ich einfach eine schöne Messingdrahtbürste und bürste den ganzen Rost runter. Ich denke mal, das sollte man wieder hinkriegen, dass es wieder schnieke aussieht. Wichtig ist auch bei den ganzen Sachen, dass wir hier über die alten Dichtungen vernünftig abmachen. Das ist ganz wichtig, bevor die neuen Dichtungen drauf machen, dass die Dichtflächen schön sauber sind. Aber wie gesagt, zuerst machen wir wirklich nur den groben Dreck runter, dann die Feinarbeit und ja, dann können wir dann alles wieder zusammensetzen. Das Zusammensetzen kommt aber erst im nächsten Video, weil, wie gesagt, es ist halt erstmal echt viel Arbeit, das alles vernünftig sauber zu machen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da und ja, checkt auf jeden Fall unten den Link ab, nehmt an dem Projekt teil, unterstützt das mit, denn nur dank euch ist sowas überhaupt möglich, solche Projekte umzusetzen. Und da ja bald Weihnachtszeit ist oder jetzt schon Weihnachtszeit ist, könnt ihr auch mal den Merch abchecken. Sieht man das? Da, den Merch-Shop werde ich auch unten verlinken. Schaut da einfach mal vorbei, gönnt euch was zu Weihnachten. Und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao und tschüss.